Was ist der Beweis für jemanden, Sheikh, der, was ist der Beweis für jemanden, dass er den Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt? Die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Sachen. Man kun nafi, wenn diese Gründe oder wenn diese Sachen in einer Person vorhanden sind, wajada halawat al-iman, dann findet er den Genuss oder die Süße im Glauben. Was ist der erste Grund? Dass jemand, na? Allah und sein Gesandter sind ihm lieber als alles andere auf der Welt. Allah und sein Gesandter sind ihm lieber als alles andere. Frage, wenn euch Leute heute erzählen, ich spüre nicht diese Süße im Glauben, weil sie das umsetzen oder nicht umsetzen. Das ist auch nicht leicht. Dass Allah und sein Gesandter dir lieber sind als alles andere. Das fängt schon morgens an. Wer von euch ist verheiratet? Keine Auto zwischen. Subhanallah. Alhamdulillah. Möge Allah den anderen rechtschaffene Frauen geben. Okay. Von denen, die verheiratet sind, wer hat ein Kind? Alle neu verheiratet. Du hast ein Kind. Tochter oder Junge? Junge. Jung. Mal angenommen, deine Frau steht in der Nacht auf um 3 Uhr morgens und sie schreit und sagt dir, mein Mann, der Kleine hat 40 Grad Fieber. Er kocht und ihr merkt, das Fieber geht nicht herunter. Was wirst du machen mit dem Jungen? Was wirst du machen? Krankenhaus. Okay, in das Krankenhaus. Und du wirst mit Pyjama hinfahren, glaub mir. Weil du nur bei den Gedanken wo bist? Von deinem Kind. Und Alhamdulillah, das ist die Barmherzigkeit von einem Muslim, dass er sowas hat. Jetzt aber um 4 Uhr morgens klingelt der Wecker für das Fajr-Gebet. Stehen wir da auch auf. Dein Kind, ala Ra'si, oh mein Kopf. Aber Allah, ist er nicht größer und gewaltiger in der Bedeutung als dein Kind? Frage, stehen wir da auch auf um 4 Uhr morgens? Antwort, nein, weil es geht nicht um unser Kind. Und wer hat uns unser Kind geschenkt? Allah Azza wa Jalla. Hier ein Beispiel von tausenden von Beispielen. Siehst du, du liebst Allah nicht mehr als alles andere, sondern dein Kind liebst du mehr als Allah. Sagst mir, nein, auf keinen Fall. Okay, ich glaube dir, aber deine Handlung beweist etwas anderes. Deine Frau schreit dir ins Gesicht, Schatz, es gibt nur noch eine Juwelenkette. Die ist heute runtergesetzt auf 500 Euro. Ich brauche sie unbedingt, sonst sterbe ich. Bitte. Wenn du es machst, dann sagst du mir, das mache ich aus Liebe zu meiner Frau. Das heißt, du opferst dich. Und was opferst du für Allah und seinen Gesandten? Deswegen, der zweite Grund ist, damit wir die Süße im Herzen spüren. Erster Grund, was haben wir gesagt? Dass man nichts mehr liebt als Allah und seinen Gesandten. Zweiter Grund? Dass man jemanden nur liebt für Allah Azza wa Jalla. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Derjenige, der für Allah liebt und für Allah hasst und für Allah gibt und für Allah zurückgeht, so hat er seinen vollen Iman erreicht. Aber lieben wir unseren Bruder für Allah oder weil er uns oft zum Essen einlädt? Nein, die Liebe muss nur für Allah Azza wa Jalla sein. Auch die Liebe zu deiner Frau, sie sollte nur für Allah Azza wa Jalla sein. Wenn deine Frau was Gutes macht, dann liebst du sie noch mehr. Aber wenn sie was Schlechtes macht, dann sollte deine Liebe zu ihr was? Sinken. Man merkt, du bist nicht verheiratet. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Im Übrigen, Yunus sucht eine Frau, ja? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Er gesagt, dann sollte gleich bleiben. So, wenn deine Frau eine Sünde macht, dann bleibt die Liebe gleich. Ja? Na, und der dritte Grund ist, dass man es hasst. Was? Dass man es hasst, zum Kuffer zurückzukehren, genauso wie man es hasst, dass man in das Höllenfeuer geworfen wird. Eine Frage an dich. Wenn einer zu dir jetzt kommt, Abdul Qadir, und er sagt dir, ich werde dir 1 Million geben, aber verlass den Islam. Bist du bereit?
Du hast schon gezögert. Bleib 2 Millionen. Halas, heute ist unser Tag, 10 Millionen. Die habe ich schon. Möge Allah dir nochmal geben. Die habe ich schon. Bleib, kauf uns eine Moschee. Wie ist die Sache hier? Ist jeder oder hat jeder diese Furcht, zum Kuffer zurückzukehren? Allahu Akbar, ich denke nicht. Und wenn man diese drei Gründe nicht besitzt, wird man auch nicht. Was? Schaut mal, der Prophet sagte nur eine Überlieferung bei Imam Muslim. Er sagte zu den Sahaba, weil sie haben sich immer gefreut, wenn der Prophet ihnen eine frohe Botschaft überbracht hat. Er sagte, diejenigen, die ich am meisten liebe, sind diejenigen, die nach euch kommen. Diejenigen, die nach euch kommen. Einer von ihnen würde sich wünschen, seine Familie und sein Vermögen herzugeben, um mich nur einmal zu sehen. Billahi alaik, gehörst du dazu? Wärst du bereit, dein ganzes Vermögen und deine Familie herzugeben, nur um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam einmal zu sehen? Dann kannst du sagen, ich liebe ihn. Aber dass man sich nur auf die Brust klopft, wenn man hört, Rasulullah sagt so, sallallahu alaihi wasallam, und du hast nichts mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun, da kann man dir leider nicht glauben.